Ich kann es einfach nicht fassen. Wir haben in diesem Kapitel mal einfach so gezeigt bekommen, was die Power von Imsama ist oder was die Power von Imsama beinhaltet, und mal so nebenbei wurde bestätigt, dass die Gorosei wirklich seit Jahrhunderten leben. Vielen ist es nicht aufgefallen, aber wir haben das erste Mal den Gorosei Saturn gesehen, dass er vor 200 Jahren genauso aussah wie jetzt auch. Und es war schockierend mitzuerleben, wie Saturn von einer Distanz sogar die Seele rausgezogen wurde. Er alterte in nur wenigen Sekunden und ging dann in Flammen auf. Dies bestätigt auch die Theorie vieler Zuschauer, dass die Kräfte der Gorosei gar nicht deren Kräfte sind, sondern dass das alles Marionetten von Imsama sind. Und mal so nebenbei angemerkt, dies erklärt auch, warum Imsama über die ganzen Jahre kein Interesse an Lore zum Beispiel und somit der Operationsfrucht und damit der unendlichen Jugend hatte. Weil sie selber ist nicht nur in der Lage, Menschen jahrhundertelang leben zu lassen und sterblich zu machen, sie kann es sogar kontrollieren, wann diese Unsterblichkeit aufhören soll. Sie ist in der Lage, Menschen nach Belieben unsterblich zu machen und dafür zu sorgen, dass sie nicht altern. Es gibt keinen Charakter, der auch nur ansatzweise dazu in der Lage ist. Die einzige Person, die dazu in der Lage ist, ist Lore mit der Operationsfrucht, und er muss dafür sogar sein Leben hergeben. Realisiert ihr eigentlich, was Oda hier in die One Piece Welt einführt? Dieser Charakter ist auf einem anderen Level als jeder andere, und so langsam fange ich an zu glauben, dass das keine Teufelsfrucht sein kann. Eine Teufelsfrucht, die den Nutzer unsterblich macht und sogar andere Nutzer unsterblich machen kann nach Belieben. Es kann nicht sein, dass dies eine Teufelsfrucht ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere sagen, es macht Sinn, dass es eine Teufelsfrucht ist, weil Ruffy ist der Sonnengott, hat die Teufelsfrucht von Nika, und somit wäre Imsama das Gegenteil der Teufel und hätte auch eine Teufelsfrucht, die wirklich den Teufel widerspiegelt. Genauso wie es Leute gibt, die an Gott glauben, muss es auch Leute geben, die an den Teufel glauben. Manche beten Gott an und manche beten den Teufel an. Genau wie in unserer Welt auch. Und Vegapunk erklärte uns, dass Teufelsfrüchte aus den Wünschen und Desiren der Menschen entstehen. Wenn es also die Frucht von Nika gibt, dem sogenannten Sonnengott, warum sollte es nicht die Frucht von einem Teufel geben? Eine Sache, weshalb ich auch noch sage oder mich frage, ob Imsama überhaupt ein Mensch ist oder eine Teufelsfrucht hat: Im Anime wird immer noch geheim gehalten, ob er oder sie eine Frau oder ein Mann ist. Selbst nachdem Imsama geredet hat, weiß man nicht, welchem Geschlecht sie zuzuordnen ist. Ist sie also überhaupt noch ein Mensch? Was ist Imsama für ein Wesen, und Oda hält dies im Geheimen? Und das könnte folgende Gründe haben. Oda möchte nicht, dass wir jetzt schon wissen, ob es eine Frau oder ein Mann ist, wäre der einfachste Grund und der, der am leichtesten zu erklären ist. Jetzt kommt aber der interessante Teil, also lasst auch gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat. Glaubt mir, ihr unterstützt mich enorm damit. Was, wenn wir Imsamas Stimme nicht zu hören bekommen, weil er gar kein Mann, aber auch gar keine Frau ist? Das wäre der einzige Grund, warum Oda diesen Plot aufheben will. Wäre ja langweilig, wenn jetzt schon enthüllt wird, dass Imsama gar kein Mensch ist. Der Zeitpunkt ist noch nicht so weit, und das muss und wird auch erst später passieren. Das ist der Grund, warum Oda uns nicht zeigt, hey, schaut mal, Imsama ist eine Frau oder ein Mann. Vielleicht ist Imsama sogar ein Wesen von irgendeinem anderen Planeten, die bis jetzt noch gar nicht behandelt wurden. Wir kennen so viele Charaktere, wir kennen so viele Rassen, aber noch nie haben wir ein Wesen von den anderen Planeten gesehen, außer die kleinen Roboter aus den Cover-Stories von Enel. Kann mir also hier mal jemand erklären, was ist mit den ganzen anderen Planeten? Die ganzen Gorosei sind nach Planeten benannt, aber immer noch haben wir keine andere Rasse gesehen. Was, wenn diese anderen Rassen von den anderen Planeten gemeinsam mit Imsama eingeführt werden? Für mich würde es einfach nur Sinn ergeben, weil sie dann das erste unmenschliche Wesen wäre, was auch zu ihren Fähigkeiten einfach perfekt passt. Vielleicht kommt sie von einem der Planeten, wo Pudas Böse herrscht, und sie ist auf die Erde rüber und regiert jetzt so über die Erde. Durch diese ganzen Machenschaften von Oda und der Darstellung im Manga und Anime ist Imsama zu einem Charakter geworden, der mit zu den interessantesten in ganz One Piece zählt. Und eigentlich ist es schon offensichtlich. Ich frage euch jetzt nochmal, die ganzen One Piece Fans: Was denkt ihr, warum Oda seit 20, 25 Jahren diesen Charakter nur im Schatten zeigt? Kein Gesicht, keine Nase, kein Mund, keine Winkel oder keine Gesichtsformen und Strukturen. Aus irgendeinem Grund hält Oda das Aussehen
komplett bedeckt, außer die Augen. Danach kommt auch noch dazu, dass er sogar die Stimme verdeckt hält. Oder hält diesen Charakter bis zum Ende von One Piece geheim? Und jetzt frage ich euch, was kann das für Gründe haben? Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Charakter 1:1 aussieht wie Ruffy. Stellt euch vor, die Stimme und das Aussehen ähnelt extrem einen bekannten Charakter aus One Piece und somit würden wir die Verwandtschaft direkt schon erfahren und der Plot wäre aufgeschmissen. Oder könnte uns auch eventuell einfach nur geheim halten wollen, dass dieser Charakter mit zum Beispiel Ruffy oder einem anderen Charakter in sehr enger Verwandtschaft steht. Das würde dann extrem Sinn ergeben, warum er sogar geheim gehalten wird. Aber das müsste Oda nicht tun. Wenn er die Verwandtschaft nicht klarstellen will, würde er den Charakter einfach ein bisschen anders aussehen lassen. Ich meine, bei Dragon oder bei Garp unbedingt sieht man auch nicht direkt, dass das so stark enge Verwandte sind. Also denke ich, kommt schon eher in Frage, dass es an dem Erscheinungsbild von Im-Sama etwas Außergewöhnliches gibt, was wir nicht erwarten und was in One Piece vielleicht so auch noch nicht gab, wie genau die Fähigkeiten. Und jetzt haltet euch fest, denn ich möchte noch einen Gedanken in den Raum werfen. Was wäre, wenn Im-Sama ein Kind ist? Der Gedanke, dass dieser Charakter ein kleines Kind ist, ist für mich äußerst interessant und wurde das erste Mal bei mir erweckt, als ich die Szene im Anime gesehen habe. Wenn ihr mal darauf achtet, wie Im-Sama sich bewegt, läuft und wie klein Im-Sama eigentlich ist, kommt es einem Kind oder einem kleineren Jungen oder Mädchen schon sehr nahe. Das Verhalten von Im-Sama würde dann genau drauf einspielen. Im-Sama verhält sich auch wie ein Kind, sehr impulsiv, sehr tyrannisch und sehr teilweise unbedacht. Die Mission von Saturn ist gescheitert, Joy Boy hat somit gesiegt und Im-Sama hat aus Wut einfach mal Saturn verbrennen lassen. Einen Gorosei, der ihm schon seit mehreren Jahrhunderten dient. Das Verhalten erinnert mich an ein Kind, das nicht das bekommen hat, was es eigentlich kriegen wollte. Entweder ist Im-Sama ein absoluter Psychopath oder einfach ein Kind, was mit Emotionen noch nicht ganz umgehen kann. Auch dass Im-Sama sich dazu beschlossen hatte, Lelouchia Kingdom absolut zu vernichten, zeigt auch nochmal, dass sie oder er ein Kind sein könnte. Und der Gedanke, dass Im-Sama ein Kind ist, was einfach von tyrannischen Gedanken gelenkt wird, was so clever, so stark, aber auch so tyrannisch war, dass er seine Vorfahren eliminiert und zerstört hat, die Welt auf den Kopf gestellt hat und jetzt regiert und durch seine Teufelsfrucht immer ein Kind bleibt, ist äußerst interessant. Aber dann möchte ich euch auch nochmal fragen, fändet ihr das cool, wenn Im-Sama ein Kind ist? Und damit meine ich gar nicht ein 9-Jähriger wie Ruffy damals. Nein, aber so ein Teenager halt. Klar sind Ruffy auch als Teenager auf Weltreise gegangen, aber ich meine sogar vielleicht etwas jünger als Ruffy. Versteht mich nicht falsch, aber somit könnte es auch entstehen, dass Im-Sama eventuell von Ruffys Aura beeinflusst wird. Wir wissen, dass Ruffy es schafft, Menschen auf seine Seite zu ziehen und denen auch mal teilweise richtige Gedanken einzuprügeln. Ich glaube zwar nicht, dass Im-Sama einen Charakterwechsel bekommt, weil auch Nika, Joy Boy, hat es damals nicht geschafft. Also denke ich, wird Ruffy es eventuell auch nicht schaffen, aber wäre einfach cool zu sehen, dass unser Ruffy, der teilweise auch noch ein Heranwachsender ist, mit einem Teenager debattiert oder auch mit einem Heranwachsenden und somit hätte man Weltansichten auf Augenlevel. Und jetzt haltet euch noch mehr fest. Was, wenn ich euch sage, dass Im-Sama ein Vorfahre von Ruffy ist, der mit dem Alter von 14 oder 15 den Ursprung der Teufelsfrüchte gegessen hat und zum Teufel selber wurde. Somit ist dieser Vorfahre von Ruffy unsterblich geworden und kann einfach nicht draufgehen und ist jetzt für immer ein Kind. Er hat aber so starke Kräfte bekommen, dass er in der Lage war, alles um sich herum zu tyrannisieren und zu eliminieren. Er war so stark, dass er Leute lenken konnte. Dadurch, dass er andere unsterblich machen kann, dienten ihm die Leute, weil sie unsterblich sein wollten. Somit hatte Im-Sama jeden unter Kontrolle und die Leute konnten nichts machen, weil Im-Sama sofort die Leute wieder ununsterblich machen könnte und somit auch umbringen könnte. Diese Macht gab Im-Sama das absolute Monopol über die Regierung. Somit regierte Im-Sama seit Jahrhunderten und tyrannisierte die Welt und machte alles, um sich bei Joy Boy zu rächen und ihn zu besiegen. Was sein genaues Ziel ist, ist keinem bekannt, zumindest uns den Zuschauern definitiv noch nicht. Aber Oda zeigt uns diesen Charakter nicht, weil wir dann am Ende irgendwann sehen, dass Im-Sama aussieht wie Ruffy. Eventuell erkennt man dann, dass Im-Sama ein Vorfahre von Ruffy ist und dann gibt es den Austausch zwischen Ruffy und Im-Sama, beide Heranwachsende, die zwei extreme Weltansichten haben und sich gegenseitig auf die Fresse schlagen, um herauszufinden, was das Richtige ist. Diese Ansicht ist meiner Meinung nach das Coolste und ich würde mich echt freuen, wenn es so passieren würde. Somit hätten wir
auch eine Bindung zu dem absoluten finalen Charakter in One Piece. Weil ich finde, einen Shonen macht eine bestimmte Sache aus, dass der Gegner oder der Endgegner, der Antagonist eine bestimmte Bindung zu dem Hauptcharakter hat. Ich möchte als Beispiel einer der besten Antagonisten aus Naruto herzeigen, Pain. Pain war ein so guter Antagonist aus einem bestimmten Grund, und zwar zur Bindung mit Jiraiya. Beide hatten den gleichen Sensei und sogar wurde Narutos Sensei von Pain dann getötet. Nur durch diese Bindung konnte diese extreme Spannung aufgebaut werden und somit war der Kampf einfach unfassbar gut. Wenn das jetzt fehlen würde in One Piece, wäre es doch langweilig. Im-sama, ein Charakter, der gar keine Bindung hat zu Ruffy, wie cool kann der Kampf sein? Klar können es trotzdem coole Kampfszenen sein, Gänsehaut und einfach ein impulsives Erlebnis. Aber diese Handlung, diese Tränen und diese Spannung zwischen den beiden Charakteren würde einfach fehlen. Selbst Blackbeard hat mehr Spannung zu Ruffy, weil er der Grund dafür ist, warum Ace dann im Endeffekt gestorben ist. Und jetzt sag mir, was ist die Bindung zwischen Ruffy und Im-Sama? Außer dass Im-Sama wahrscheinlich Joyboy auf dem Gewissen hat, gibt es keinen Grund und Ruffy kennt nicht mal Joyboy, ihn juckt das nicht. Die Bindung zwischen Im-Sama und Ruffy muss so extrem sein, dass Ruffy in Flammen aufgeht, wenn er diesen Charakter sieht. Dieser Endkampf von One Piece muss so spannungsreich und impulsiv sein und dafür muss es einfach was geben, was die Bindung so enorm spannend macht. Und eine Verwandtschaft wäre doch äußerst spannend. Ich möchte sogar, dass One Piece extrem auf die Kacke haut. Im-Sama soll einen Strohhut töten. Obwohl ich die Strohhüte so sehr mag, bin ich der Meinung, ein Strohhut muss draufgehen, damit wir wirklich anfangen zu zittern und uns denken, Scheiße, was geht da gerade ab? Und das ist meine Theorie davon, was passieren muss, damit Im-Sama mit Ruffy gemeinsam die beste Geschichte in Anime History schaffen kann, die wir bis jetzt erlebt haben. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, es würde mich durchaus freuen. Lasst uns die letzten One Piece Jahre gemeinsam bestreiten und Freunde, in die Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet. Ich will es wissen. Das war's von mir, Peace out, euer Kanista.